Mein Name ist Wolfgang Schilling. Wir befinden uns hier in der Abteilung Porzellinerleben im Porzellanikon in Sölb, Europas größtem Porzellanmuseum. Wir zeigen hier in diesem alten Brennofen, der in den 1870er Jahren gebaut worden ist, das Arbeiten der Brennhausmitarbeiter. Das Arbeiten im Brennhaus war ausgesprochen schwer. In dieser Abteilung, der Glattbrandebene, wurde mit 1400 Grad gebrannt. Die Brennhausarbeiter mussten etwa 25 Tonnen Kohle schaufeln, damit dieser Brand innerhalb von 30 bis 36 Stunden durchgeführt wurde. Und dann wird es noch einmal spannend. Dann war der Brand beendet. Normalerweise kühlte es in aller Ruhe ab. Aber es konnte auch passieren, dass die Aufträge drängend waren und der Betriebsleiter gesagt hat, jetzt müssen die Sachen aber schnell raus, damit die anderen Abteilungen was zu tun haben. Und dann hat man hier geöffnet und innen drin waren noch 70, 80 Grad. Und das war natürlich eine extrem schwere Arbeit und sehr gefährlich. Da konnte man sich nicht nur verbrennen, verletzen, sondern im Zweifelsfall sogar sterben. Die Brennhausarbeiter haben sich Kapseln, wie man sie hier hinten sieht, geschnappt, zwei, drei, und sind ganz schnell wieder rausgerannt. Und für diese schwere Arbeit hat es natürlich auch Zulagen gegeben. In Geld, aber auch in Bier. Der eine oder andere wird sich gewundert haben, was macht Bier hier in dieser Ausstellung? Wir sind doch keine Kneipe. Nein, sind wir auch nicht. Aber das ist das Maß an Bier, das Mitarbeiter in den 50er Jahren bekommen haben, wenn sie bei Temperaturen über 70 Grad in einen Rundofen gegangen sind, um die Sachen herauszuholen. Es war in Tarifverträgen festgelegt. Dann kam aber die Zeit der Tunnelöfen und da war das Biertrinken vorbei. Dann gab es Tee. Ich weiß nicht, ob das Heraustragen und Mitarbeiten an den Tunnelöfen noch genauso beliebt gewesen ist wie bei den Rundöfen.